Hallo, du schöne Seele. Schön, dass du dabei bist bei meinen Rauhnachtsvideos. Wir sind in der 7. Rauhnacht angekommen und du weißt, die Rauhnächte gehen von Mitternacht bis Mitternacht. Das bedeutet heute vom 30. Dezember auf den 31. Dezember. Und diese Rauhnacht steht unter dem Zeichen oder unter dem Thema Vorbereitung auf das Neue, auf das Kommende. Das heißt, wir hatten ja auch schon in der 3. Rauhnacht das Thema Herz und deine Herzverbindung und deine Herzenswünsche. Und ich lade dich heute dazu ein, wenn du möchtest, ein Vision Board zu machen. Das bedeutet, dass du all deine Wünsche, all das, was du dir für das kommende Jahr wünschst, und ich denke mal, du hast die letzten Jahre oft genug irgendwelche Vorsätze, die man sich nimmt, die man nie wirklich erfüllt dann oder einhält, und die jetzt aber wirklich mal verbildlichen. Das heißt, du nimmst dir Zeitschriften oder aus irgendwelchen Werbeprospekten Bilder, die dich ansprechen und die deine Wünsche, die das, wie du dir dein kommendes Jahr bildlich gestalten möchtest, einfach denen entsprechen. Und diese Bilder schneidest du aus und machst daraus eine Collage. Du kannst auch selber etwas zeichnen. Du kannst Glitzer draufkleben. Einfach wie du dein Vision Board oder deine Collage gestalten möchtest. Und die ist natürlich dann beliebig erweiterbar. Und ja, damit sollst du für dich einfach ein bisschen damit beschäftigen, was möchtest du fürs neue Jahr? Denn oft ist es so, wenn wir Vorsätze haben und die nur im Kopf haben, dann werden sie nicht real. Wir dürfen uns wirklich mit unserem Gefühl, mit unserem Herzen verbinden und damit beschäftigen, damit wir da auch wirklich dann diese Zukunft, die wir gerne hätten, kreieren. Was du auch noch machen kannst, ist, dass du dich wirklich auch körperlich reinigst. Wenn du vielleicht Natron zu Hause hast, das ist Speisesoda, das gibt es auch sonst ganz günstig in der Apotheke zu kaufen. Da kostet, glaube ich, ein Kilo nicht mal 5 €. Und dann kannst du damit ein Bad machen. Das ist gleichzeitig ein Basenbad. Das hilft deinem Körper, dich zu reinigen, dich zu klären. Und während du in deiner Badewanne liegst oder dieses Bad nimmst, kannst du für dich schauen, was möchtest du Altes jetzt noch loslassen. Wir haben dieses Reinigen ja auch schon die letzten Tage gehabt und heute ist wirklich so ein Vorbereiten, um dann morgen in wirklich dieses neue Jahr, in Silvester, im Kreis deiner Lieben, in das Neue hineinzustarten. Man sagt auch, wenn du heute und die nächsten 2-3 Tage vielleicht rote Unterwäsche tragst oder tragen möchtest, dass das eine sehr verheißungsvolle Liebesbeziehung oder sehr heiße Liebesnächte bringen kann. Wenn du Lust hast, kannst du es ja mal ausprobieren. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Wenn du deine Vision Boards oder deine Collagen posten möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr über deine Bilder und zu sehen, was so für dich, für dein neues Jahr alles ja, auf diesem Board gelandet ist und was dieses Jahr vielleicht für dich bereithält. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist.